Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 11. März 2014. Großes Thema diese Woche ist natürlich die CeBIT in Hannover. Die Frage ist, was wirklich an neuen innovativen Sachen vorgestellt werden. Wer sich so ein bisschen informieren möchte, was es alles an neuen Sachen gibt, der sollte einfach bei Heise mal vorbeikommen. Da gibt es täglich ab 18 Uhr live die Heise-Show. Außerdem gibt es von den Mobile Geeks die Tech Lounge mit Sascha Palenberg. Hier gibt es auch interessante Themen rund um die CeBIT den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr. Oder eben entsprechende Mitschnitte auf den jeweiligen Kanälen auf YouTube. Letzte Woche ging es um die Phoneblocks, diese Woche etwas kleineres fürs Handgelenk. Und zwar möchte ein englisches Startup Blocks eine Smartwatch auf den Markt bringen, die man aus einzelnen Teilkomponenten sich selbst zusammenstellen kann. Es soll Komponenten geben für das Display, die Kamera, GPS, für den Bewegungssensor, Fingerabdruck, Herzratemessung, Mikrofon und viele, viele weitere Komponenten. Das Ganze ist momentan auch mehr noch ein Konzept. Auf den Markt soll das Ganze sowieso erst irgendwann im nächsten Jahr kommen. Dieses Jahr geht es erst einmal um die Umsetzung und Finanzierung und dann können wir nächstes Jahr sehen, ob das Ganze wirklich in den Regalen landet. Als nächstes habe ich ein schönes Bastelprojekt für euch und zwar eine Computertastatur, die komplett aus Lego-Bausteinen zusammengesetzt wurde. Eine Sicherung von Daten auf DVDs ist mittlerweile eigentlich unmöglich mit Festplatten von einer Größe bis 4 Terabyte. Jetzt gibt es demnächst etwas Neues von Sony. Und zwar die Archival Disk von Sony. Die soll am Anfang Kapazitäten von 300 GB und in der Zukunft sogar 500 und 1 Terabyte Daten fassen können. Sony und Panasonic planen erste Geräte für den Sommer 2015. Und zum Abschluss gibt es etwas Neues zur Couchfunk Social TV App. Couchfunk möchte Schluss machen mit der First Screen, Second Screen Analogie und möchte auch innerhalb seiner eigenen App Live TV anbieten. Wer Interesse hat, kann sich bereits über die Internetseite zur Startphase anmelden. Welche Programme in der Zukunft über Live TV auf Couchfunk zu empfangen sind, steht noch nicht fest. Ja, das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei Facebook, Twitter, Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Tschüss!